Vor 750 Jahren wurde die Stadt Bruck an der Mur von König Ottokar von Böhmen gegründet. Das Stadtoberhaupt von Bruck durfte zu Beginn des offiziellen Festaktes den österreichischen Bundespräsidenten Heinz Fischer mit seiner Gattin Margit, Landeshauptmann Franz Woves und Landeshauptmann-Stellvertreter Sigi Schrittwieser samt Gattin sowie die Vertreter der Partnerstädte aus Liévin, Veroli und Hagen-Hohenlimburg begrüßen. Für die musikalische Umrahmung beim Empfang sorgte das Blasorchester der Stadt Bruck. Bundespräsident Heinz Fischer brachte zu Beginn seine Grußworte für eine der ältesten Städte des Landes auf den Punkt. Respekt und Anerkennung und Freundschaft und den Hinweis, wie positiv sich Bruck in den letzten Jahren und Jahrzehnten und ganz besonders auch unter dem Herrn Bürgermeister Rosenberger entwickelt hat. Und wie hart eigentlich die wirtschaftliche, soziale und politische Entwicklung in Bruck in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war und wie viel dann dazugelernt wurde und wie sich viele Dinge zum Besseren gewendet haben. Schon zur Römerzeit war Bruck ein Verkehrsknoten und Murübergang. Viel später, im Jahr 860, wird eine Siedlung namens Ad Bruckam an der Brücke erwähnt. Zur Stadt wurde Bruck im Jahr 1263 und galt schon damals als ein wichtiger Warenumschlagplatz. Die Gründung, mit der auch diverse Rechte verbunden waren, brachte nicht nur einen zügigen wirtschaftlichen Aufschwung, auch Kunst und Kultur hielten Einzug in der Stadt, deren Grundriss heute übrigens noch gleich ist wie bei der Gründung. Die großartige Entwicklung von Bruck sprach auch der steirische Landeshauptmann Franz Woves an, denn die Stadt Bruck ist auch immerhin 200 Jahre älter als Graz. Ja, wir sind sehr stolz auf Bruck an der Mur, weil sich hier an der Mündung von Mürz und Mur immer schon Großartiges entwickelt hat. Man kann nur den Bürgerinnen und Bürgern gratulieren. Bruck hat wirklich eine einmalige Entwicklung erlebt, als Handelsstadt, jetzt auch als Schulstadt, als Sportstadt. Und daher bin ich sehr stolz. Ich war zum Wochenende in Leibniz. Leibniz hat 100 Jahre Stadterhebung gefeiert und dann weiß man erst, wie jung Leibniz ist und welche unglaubliche Geschichte Bruck an der Mur hat. Und es hat nicht immer nur leichte Zeiten hier an der Mur-Mürz-Mündung gegeben. Und das haben die Menschen einmalig mit Bravour gemeistert immer wieder. Im Kulturhaus selbst gab die Gruppe Mundwerk vom Bios-Institut zur Begrüßung einen eigenen Brucksong zum Besten und zeigte einmal mehr, dass Bruck Menschen verbindet. Ich lade gern mehr Gäste ein. Ein wahrhaft passender Eröffnungstitel des Rahmenprogramms, der von der Musik- und Kunstschule Bruck dargeboten wurde. Nach den Grußworten von Bürgermeister Bernd Rosenberger gab es auch einen kurzen Bruckfilm samt geschichtlichen Hinweisen rund um die Entstehung der Handelsstadt. So gab es einige Rückschläge, beispielsweise den Stadtbrand 1510 oder 1792,
wonach es gut 30 Jahre dauerte, bis die Stadt wieder aufgebaut war. Nach wie vor gibt es noch viele Häuser, die auf diesen zweiten Wiederaufbau zurückgehen. Ad Bruckam hieß es damals, was übersetzt so viel heißt wie bei der Brücke. Und die Brücke spielt damals wie heute eine wesentliche Rolle. Ja, die Brücke war ganz wichtig. Nach der Brücke, und zwar nach der römerzeitlichen Brücke bei St. Ruprecht, ist diese kleine Siedlung benannt worden in St. Ruprecht, Ad Bruckam. Kleine Siedlung ist von ihrer Bedeutung her übertroffen worden, dann von Muritza Kimunde, und der Name Bruck ist dann auf diese Muritza Kimunde im Bereich der Murmürzmündung übergegangen. Und das war eigentlich dann auch diese Siedlung, die sich dann als Handelsstandort besonders entwickelt hat. Bruck hat Höhen und Tiefen erlebt. Von der reichen Handelsmetropole bis zur Armut nach den Stadtbränden, vom Aufschwung nach dem Eisenbahnanschluss 1844 bis hin zum Bürgerkrieg 1934. Rosenberger sprach auch von den großen Bruckern, von Bankrats Kornmess bis zum heutigen Künstler von Weltrang, Erwin Wurm. Bernd Rosenberger ist seit rund 20 Jahren stolzer Bürgermeister einer der ältesten Städte Österreichs. Vor 750 Jahren, im September genau, wurde die Neuanlage der Stadt Bruck von Otto Kapschemischl, dem Böhmenkönig, in Auftrag gegeben. Das heißt, die Stadt hat eine unglaublich wechselhafte Geschichte hinter sich. Wir sprechen heute von einer modernen Stadt mit urbanem Charakter, mit höchster Lebensqualität, mit all dem, was Menschen heute in einer Stadt brauchen und auch erleben wollen. Also wenn ich den Bogen spanne von 750 Jahren Stadtbruck auf die neue Zeit in Europa, eine Stadt, eine moderne Stadt in Europa, ist das das, worauf ich heute aufmerksam machen möchte. Und ich nehme auch an, unser Staatsoberhaupt und der Landeshauptmann genauso. Rosenberger legte beim Festakt im vollbesetzten Kulturhaus allen Besuchern auch ans Herz, die Originalurkunde zu besichtigen, eine Leihgabe des Stift Admont, um Brucker Geschichte hautnah mitzuerleben. Am Ende der Jubiläumsfeier durften sich noch alle ins Goldene Buch der Stadt Bruck eintragen. Das 750-Jahr-Jubiläum geht auch nach dem gelungenen offiziellen Festakt weiter. Zahlreiche Veranstaltungen säumen den Veranstaltungskalender der Stadt Bruck an der Mur bis zum Ende des Jahres. Ein Jubiläum, welches nicht mit einer Großveranstaltung abgehakt wird, sondern mit vielen einzelnen Events ein Jahr lang für die Bevölkerung inklusive Informationen zelebriert wird.